Herzlich willkommen wieder zurück zu Roko Live. Ein Spiel, was ich eine lange Zeit Pause hatte, auch wenn es Folge 3 ist. Aber es gab so vieles zwischendurch, wo ich auch spielen wollte. Und ja, da ich momentan auf Story of Season Prisoners of Oblivion Town spiele, wie man das bezeichnen soll, habe ich gesagt, komm her, Roko Live ist doch wie hier das andere Spiel auf der Nintendo Switch. Fällt mir der Name wieder, Animal Crossing, genau. Und habe ich gesagt, komm, lass uns doch mal wieder reinschnuppern. Vielleicht ist es doch besser wie das andere. Wer weiß, machen wir einen Vergleich. Dann drücken wir einfach mal die beliebige Taste. Und ich muss gestehen, ich weiß nicht, wo ich stehen geblieben bin. Oh, deutsche Sprache, schwere Sprache. Aber lass uns einfach mal schauen, wie es überhaupt aussieht. Oder nicht aussieht, sondern wo wir halt stehen geblieben sind, um voranzukommen. So. Unsere Heimatdorf, wo wir angekommen sind. So. Samstag, 6. Frühling, 16.30 Uhr. Ups, war die Taste. Wir wollen nicht reden. So. Genieße Stadtleben mit Rosa in ihrem Büro. Im Stadtzentrum fertiggestellt hat. Was? Genieße das Stadtleben. Bis Rose ihr Büro im Stadtzentrum fertiggestellt hat. Okay. Also kann ich machen, was ich will. Im Endeffekt heißt es ja. Pflanzen können wir halt nach gar nichts, was das angeht. Das geht nicht. Okay. Ja, Bäume können wir nicht abholzen. Haben wir auch gerade keine haben. Was das angeht, also müssen wir im Endeffekt wohl warten und checken wir einfach mal mit der Axt. Der Axtmörder ist unterwegs, ne? Ein Stadtzentrum. Mal gucken. So, spende die Ressourcen, um diesen Schrein freizuschalten. Lehm 10, Steinplatten 5. Okay, welche Schreine ermöglichen es dir, schnell zwischen verschiedenen Gebieten in der Welt zu reisen? Spende an jeden Schrein Ressourcen, um ihn auf der Karte freizuschalten. Okay, interessant. Mhm. Nee, das war das Gasthaus. Genau. Das war der Laden. Und das wird das Stadtzentrum sein. Gut, ja. Checken wir mal, was wir machen können, abgesehen von Sammeln. Das Winken. Winky, Winky, Winky. So. Ich bin einfach komplett lost. So. Okay. Holzbrett einmal. Haben wir die Schaufel schon? Ja. Wir haben schon eine Schaufel. Brauchen wir nicht. Wähle einen bestimmten Entwurf, um zu passen oder herstellen. Die Brücke. Ja. Bauen. Wir brauchen 54 Holz. Gott, wo kriege ich das ganze Holz her? Kann mir das jemand erklären? Naja, von Bäumen halt. Aber wenn hier nichts wächst und wir nichts haben, ist es ein bisschen schwierig. Nadelbaum sammeln. Vielleicht sollte ich mal welche pflanzen. Nee. Gott, wie ging das noch? Er wird eigentlich mit X, aber will er nicht. Okay. Briefe haben wir auch keine. Hier ist auf jeden Fall die eine Brücke. Hm. Bin etwas verwirrt. Haben wir denn noch Lehm einmal, dreimal? Ne, dreimal genau. Braune Blätter. Holzscheit 100-mal. Axt. Ja, der Wurm, ne? So, Nadelbaumsamen. Das war's. Das haben wir gerade ausgerüstet. Was haben wir hier oben? Gelbe Blütenblätter. Okay.
Alte entfernen. Okay. Ja, gesamte Tage im Spiel. Okay, müssen wir warten. Geldsackbelohnung. Okay. So, bitte erfüllen. Okay, keine Ahnung. Muss ich einfach schlafen gehen, weil ich nichts machen kann? Bin gerade sehr verwirrt. Hallo? Hallo? Wer will hier reden? Ich habe eine Axt in der Hand. Oh, warte. Okay. Ja. Dann müssen wir einfach schlafen gehen. Es bleibt ja nichts anderes übrig. So. Machen wir 6 Stunden. Schlafen wir erstmal schön aus. Und wieder raus. Okay. Ist jetzt was für dich? Nope. Ah, ist geschlossen. Gibt es denn eigentlich überhaupt eine Karte? Nee, gibt's nicht. Das ist ja doof. So, hier würde ich dann eher nur wieder zurückkommen. Zielort nicht verfügbar. Ja, die Frage ist, macht das überhaupt Sinn, jetzt hier noch zu bleiben? Gehen wir mal ins Gasthaus. Ich habe jetzt gerade, bin gerade echt lost, Leute. Mit der Oma reden, das ist halt sehr aufregend, nicht wahr, Gabriel? Stell dir vor, ab morgen ist Laden von Rosa offen und wir können noch mehr Häuser bauen. Okay, ab morgen. Die Frage ist. Oh, ist schon fertig. Ah, Yuki. Schön, dich zu sehen. Wie du sehen kannst, sind die Vorbereitungen abgeschlossen und mein Büro ist eingerichtet. Das bedeutet, dass ich ab heute bereit bin, Anfragen für neue Häuser entgegenzunehmen. Fein. Danke. Komm doch herein und wir reden, wenn du bereit bist, loszulegen. Mach ich. Sagt dazu nichts. Der war gerade noch da. Aber hallo, es ist immer so eine Freude, eine weitere Wanderserie zu treffen. Und du hast deine derart schöne Augen rund um dich. So hell, so farbenfroh, danke. Das ist nicht einfach, herrlich. Was denn? Diese winzige Welt der Insekten. Diese schönen kleinen Kreaturen, die flattern, summen und ihre Geschäfte abgehen. Wir sind im Grunde genommen nicht viel wie die kleinen Schmetterlinge, so fliegen in den großen Kratten des Lebens herum. Ich schätze schon. Ich studiere sie, weißt du? Was studieren? Die Insekten, mein Liebes. Fortpflanzung, Essgewohnheiten, Auren, alles. Hast du jemals einen Schmetterling ganz in der Nähe gesehen? Nein. Äußerst faszinierende Geschöpfe. Das sind sie wirklich. Du sollst versuchen, einen zu fangen, Mensch. Ich habe das perfekte Ding. Ah, nimm dieses Schmetterlingsnetz. Ich habe immer eine Reserve. Mach dir also keine Gedanken, um es zurückzugeben. Danke. Sehr gern. Oh, Kammerjäger-Trophäe, okay. Sehr, sehr gern geschehen, mein Freund. Ich bin mir sicher, du erkennst dich bald selbst in diesen einfachen Schmetterling, wenn du ihn dir genau ansiehst. Ein faszinierender Geist von Winde getragen. Das ist wirklich eine tolle Gegend, um sie zu beachten, weißt du. Sehe ich mir an. Dann belaste ich dich nicht länger mit meinen Worten. Mögen deine Füße behende durch die Welt tragen, ganz wie der Schmetterling. Lebe wohl, mein Freund. Okay. Das ist ein Schmetterling. Jo, Schwalbenschwanz. Hey. Warte. Was ist jetzt los? Ah. Okay. Nächster, Cleopatra Falter.
Hey, bleib hier. Jetzt. Okay, nichts Besonderes. Aber hey. Vielleicht kann ich hier verkaufen. Bei ihm. Würde mich nicht wundern. Ja, das funktioniert. Ja, so viele Schmetterlinge schmettern hier nicht durch. Immer der gleiche irgendwie. Okay. Vielleicht hängt das von der Uhrzeit ab. Hm. Wer weiß das schon. Okay. Hier wäre auch ein Schnellreiseort. Angeln können wir noch nicht. Hier wird es auch nicht mehr geben, denke ich mal. Nee. So, Jakobsmuschel. Gut, das heißt im Endeffekt jetzt. Oh. Lass uns doch wieder ins Schlafen gehen. Und dann sehen wir mal weiter. Aha. Was kriege ich denn hier raus? Ah, so kriege ich das Holz weg. Okay. Muss man erstmal verstehen. Lang nicht mal gespielt, ehrlich gesagt. So, dann können wir ja hier die Baumstämme wegmachen. Da wird wohl nichts mehr wachsen. Ups, das war blöd. Okay. Nein, das hat doch geklappt. Vielleicht kann ich ja da drüben mal die ganzen Bäume pflanzen. Nein, das war blöd. Kriege ich das wieder weg, wenn ich das nochmal mache? Ah ja. Dann machen wir mal da drüben das Ding hier wieder zurück. So. 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 Wir brauchen Bäume, ne? Das ist das Problem. Holz, 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 Holz. So, 20 Stück. Was ist mit dir, Pflanze, eigentlich? Mhm. Nein. So. Verdienst erbracht, okay.
Ja, wie haben wir denn noch 15? Ich will jetzt keine 15 Dinger pflanzen, also lass uns doch mal schlafen gehen jetzt hier. Wir sind jetzt ja nicht so weit, wo wir sagen können, ja, zur Zeit. Muss nur gucken, 2 Uhr. Also heißt es, haben wir 8 Uhr. Dann passt es doch mit 8 Uhr dann eigentlich sogar. Dann müsste das Ding jetzt auch sein. So, willkommen! Danke, dass du in mein Büro gekommen bist, Yuki. Ich biete dir hier 2 Dienste an. Erstens kannst du Dach- und Wandmuster von deinen Auslagen rechter Hand kaufen. Damit kannst du die Außenseite eines jeden Hauses individuell anpassen. Ich bekomme regelmäßig neue Ware, also schau bitte einfach mal vorbei und stöbere, wenn du Zeit hast. Okay. Und zweitens, am wichtigsten ist, dass ich die Haustechnik anbiete. Wenn du ein neues Haus bauen möchtest, musst du mir den Auftrag erteilen. Für den Bau neuer Häuser benötigt man beides, Geld und Ressourcen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, dir einen kurzen Überblick über meinen Kaufvorgang zu geben und hoffe, das ist okay für dich. Na los. Hier kannst du Häuser ansehen und potenzielle die potenziell gebaut werden können. Wie du sehen kannst, brauchst du sowohl Geld als auch Ressourcen, um Häuser zu bauen. Stimme ruhig einen Weg herum. Schließe das Menü, sobald du damit fertig bist. Aha. Okay, 16 Holzbretter. Okay. Ich hoffe, du konntest dir ein Bild von den verschiedenen Arten der Häuser machen, die wir für dich bauen können. Es ist tatsächlich so, dass ich bereits einen Kunden habe, der daran interessiert ist, in der Stadt zu ziehen. Sobald wir ein Haus für den Kunden fertig haben, beginne ich mit dem Einzug für ihn. Bitte komm und rede mit mir, wenn du bereit bist, den Bau zu beginnen. Okay, ich glaube, damit ist es so ziemlich alles gesagt, was ich dir besprechen wollte, Yuki. Ich lasse dich jetzt einmal mit deinen eigenen Sachen weitermachen. Wie gesagt, komm wieder zu mir, wenn du Hilfe brauchst. Okay. Schließe Bürgermeister für Dienste ab, um Gebäudevideos freizuschalten. So, guten Morgen, Yuki. Wo kann ich dir helfen? Neues Haus? Nee. Alles klar. Ja, Sitze wollen wir jetzt nicht. Gut, da brauchen wir 15 Holz. Gucken wir mal. Am liebsten würde ich mich ja eher freuen, wenn ich hier alles mal umgestalten könnte. Dass ich die Häuser woanders jetzt setzen könnte. Das wäre eine Idee. Da würde ich mich freuen. Das wäre eine Idee. So. Verdienste erbracht. Belohnung. Geldbelohnung. Geldsack. Gut, alles klar. Hallo. Machen wir mal 15 Bretter. Hergestellt. Tschüss. Wieder schauen, reingehauen. Wir müssen halt langsam auch mal ein paar Felder anbauen können, irgendwann mal, dass wir ein bisschen Geld verdienen können. Kaufen und verkaufen. Angebot und Nachfrage. Ein Holzstück. Ein Holzstück. Ich dreh durch. Na, ich weiß nicht. Lass uns erstmal nur so viel verarbeiten, wie wir brauchen. So.
Das sollte passen. So, guten Morgen, Yuki. Womit kann ich helfen? Haus bauen. Ja. Großartig. Wo würdest du es gern bauen? Wobei, folge mir. Ja, wo soll ich denn das denn machen? Ich würde eher sagen, hier hinten. Da stört es keinen. Hä? Schweinchen? Steht hier immer noch. So, hast du dich für einen Standort entschieden? Du sollst mir auch folgen. Och nö, ernst jetzt? So, hier. Ungefähr hier. Na, da hätte ich auch selber machen können. Wie kann ich denn... Oha, okay. Bam. Danke für deine Bestätigung, Yuki. Wir fangen gleich an und sollten in ein paar Tagen fertig sein. Ich werde den Bau beaufsichtigen und daher nicht im Büro sein, bis die Bauarbeiten abgeschlossen sind. Danke. Schönen Tag noch. Pizza! Oh, ich habe Post. Gut gemacht. Ein weiterer Bürgermeister, für den Sie es abgeschlossen. Hier ist deine Belohnung. So. Wir haben das hier erhalten. 100. So, ich würde gern wissen, in die Stadt. Nee. Wie kann ich denn eigentlich die Gebäude umändern? Das wäre mal eine Idee. Hallo, was ist hier los? Umzugskarton. Irgendwas hier hinzumachen. So. Um sie näher so viele Kisten, die man herumschleppen muss. Könntest du mir dabei mithelfen? Habe ich schon. Oh, hey, okay. Weißt du, was unangenehm ist? Was denn? Stehen. Schon sch noch schlimmer, gehen. Bin neulich zum Land, oh Gott. Du glaubst mir, Schmamm. Naja, komm. Bänke. So, okay. Zur Aufgabe: Baue zwei Bänke auf dem Entwurftisch. Mach mal. So. Zweimal. So. Abgeschlossen. Easy. Oh, wow, okay. Du bist aber schnell wieder da. Hast du die Bänke hingekriegt? Yep. Das wird so toll, wenn wir irgendwo sitzen können. Könntest du sie irgendwo platzieren? Kann ich machen. Danke, Yuki. Na dann.
Okay. Ja, da stand gerade die Option bewegen. Also es geht nicht alles anscheinend. So. Ich habe gesehen, dass du Bänke aufgestellt hast. Ich kann es kaum erwarten, meine Allerwertesten auf diesen Schönheiten niederzulassen. Meine Füße tun so, wie ich den ganzen Tag gegangen bin. Wow, danke für deine Hilfe, Yuki. Und was kriege ich? Das war's. Nichts. Was ist das denn für einer? Ich frage mich, wie es Benny wohl geht. Er ist eine Weile her, dass ich ihn wieder das letzte Mal gesehen habe. Und deswegen glaube ich das. Okay. Hier ist niemand. Hier ist auch niemand. Ja, das ist eine gute Frage. Was können wir eigentlich jetzt machen? Mal gucken wir mal beim Gewichtwarenladen. Solange wir nichts zu tun haben oder machen können, können wir mal gucken, ob wir was verkaufen. Guten Tag. So, oh Yuki, kauf meine Sachen. Ist jetzt nicht viel, aber besonders noch nichts. Braune Blätter für was brauche ich die braune Blätter? Leben behalte ich, Würmer behalte ich auch. Muscheln kann ich immer wieder finden. Das ist gelbe Blütenblätter, kann ich auch verkaufen eigentlich. So. Okay. Was gibt's denn hier? Nadelbaumsamen, Grassamen, Füllmaterial. Basis der Stofffarbe, Klebstoff, pinker Ballon, für was auch immer. Hier ist die Axt, hier wäre ein Schreibtisch, das könnte ich mir kaufen, will ich aber nicht. Werkstatt Steinbodenfliesen, okay, was ist das? Papierwandplatte, braucht auch keiner, so. Gut. Ja, mehr kann ich nicht machen. Gehen wir mal hier reinschnuppern. Hallöchen, was soll ich tun? Meinen Namen ändern? Erzähl mir von... Soll ich mal an die Leute in der Stadt wenden und fragen, ob sie Hilfe brauchen? Ja, hab ich gemacht. Hier ist es ein bisschen schwieriger zu erkennen, was man machen muss in dem Sinne. Unkraut sehen. Nein, das war falsch. Hier noch weg. Können wir alles verkaufen. Kleinvieh macht auch nichts. So. Es ist doch so schön, oder? Ich weiß es nicht. meine Kumpel ist in der Mine. Es war ziemlich cool. Das solltest du auch mal einmal sehen. Ja. Wäre eine Idee. Aber ich weiß nicht, wo eine Mine ist. Ich kenne den Eingang nicht. Können Sie mir helfen? Ah, falsch. Habe ich die Sachen gepflanzt? Das sieht so aus. Aber nee, glaube nicht.
kann mich auf jeden Fall nicht daran erinnern, dass ich da was gepflanzt habe. So. Ich habe noch nie mal eine Angel. Holz habe ich en masse. Grassetzlinge, okay. Können wir alle verkaufen. Ups, falsch. Das geht doch nicht kaputt, merke ich gerade. Okay. Was haben wir jetzt bekommen? Ach, immer noch Leben, ne? Gut. Ja, die Frage, was machen wir denn eigentlich noch? Ist schwierig, das Thema. Sonst hat man immer so ein bisschen so ein kleines Tier, was das angeht. Bei manchen Spielen anscheinend eher weniger. Was ein bisschen schwieriger macht. Öffnen. Bewegen. Kann ich nicht die Häuser auch bewegen? Das wäre einfach viel angenehmer, wenn man die ein bisschen anders platzieren könnte. Aber sonst gibt es ja echt nichts zu tun momentan. Ich kann nicht pflanzen, ich kann kein Geld antreiben, muss warten, bis die Häuser fertig gebaut sind. Anstrengend. Jakobsmuschel und Sand. Ja, ich habe das Sand eingesammelt. 5, okay. 15. Okay, geht nicht überall. Random. Ja, da holen wir uns mal 15 Sand. Jakobsmuscheln müsste ich jetzt eigentlich im Endeffekt aussammeln. Gut zu wissen, was das angeht. Gucken wir mal, ob wir welche bald finden oder so. Lehm brauchen wir natürlich auch. Und Holzbalken. Ja, manche lassen sich nicht abernten anscheinend. So, wie haben wir da? 13, wir brauchen noch 2. Komm, das kriegen wir hin. Gib mir Sand, wie viel mal willst du denn noch graben? Ja, so ist es richtig. Noch einmal, danke. Prima. Okay. So, können wir mal gucken, wie viel Lehm wir brauchen? Wir brauchen irgendwie eine Aufgabe. Es ist so hier so traurig momentan. Zehn Lehm und Steinplatte. Aber ich habe keinen Hammer bis jetzt. 10 Lehm. Lehm können wir ja uns schon mal besorgen, was das angeht. Die Frage ist nur, wo kriegen wir. Aha, da kriegen wir raus. Wie viel Lehm haben wir denn eigentlich schon? 6, also brauchen wir nur noch 3. Eins,
Ah, nee. Rauben. Ich habe nicht mal eine Angel. Bin ich schon ein bisschen voraus? Ausreichen. Wir haben 10 Leben. Okay. Und Steinplatten. Ich glaube kaum, dass ich mit der Axt hier irgendwas machen kann. Nope. Okay. Ja, das heißt jetzt im Endeffekt für uns, wir könnten jeden Mist verkaufen, den wir jetzt erstmal eingesammelt haben. Danach heißt es im Endeffekt nur noch schlafen gehen und warten, was wir als nächstes machen können. Hey, da wollte ich gar nicht hin. Falsches Zimmer. Sachen verkaufen. 1, 3. Gut, dann Sand brauchen wir, die Würmer. Bußkuchen. Oh, hey, Hasi. Ich schätze, ich bin ziemlich gut, was Kampfsportarten angeht. Ich habe alle Filme der Saying Red Reihe gesehen, also weiß ich, was zu tun ist. Ja, ist klar. Schwimmen kannst du anstellen, aber keine Chance. Ich habe andere Sachen zu tun. So, wie sieht es mit dir aus? Schwimmen helfen mir beim Schlafen. Wenn ich sie trage, höre ich mich selbst lauter schnarchen. Okay. Gut. Das heißt, im Endeffekt unter Questbereich besteht Bauer ein weiteres Haus. Warten, warten, warten. Wir schlafen 2x6 Stunden. 20 Uhr. Montag. 2 Uhr. Gucken wir mal kurz, ob es schon fertig gebaut ist. Ist noch in Produktion. Okay. Dann schlafen wir noch mal 6 Stunden. Komm. Kostet ja nichts. Jetzt müsste das Haus ja fertig sein. Immer noch nicht. Ernst jetzt, Leute? Soll ich helfen beim Bauen, dass es schneller geht? Kaiser he hit. Oder Heind. So. Gut. Die Bäume sind alle gewachsen. Sehr schön. So. Da über dem Wasser ist auch noch einer. Bleib. Tag, Pfauenauge. Ja, haben wir doch eigentlich dann bald alle, ne? So. Gucken wir mal hier. Oh, da ist eine Muschel.
Was ist mit dir? Hast du irgendwelche Probleme? Ich habe eben mit Orlando gesprochen. Du kannst den Mann nicht vertrauen. Schau ihn immer nur auf sich selbst. Okay. Ja, okay. Da war auch ein Schmetterling gewesen. Ne? Distelfalter. In welchem Bereich ist das jetzt? Strand. Okay. Zitronenfalter. Gott, die Ladezeiten hier. Loading, loading. Mhm. So, gucken wir mal, ob wir noch hier mehr noch finden. Ja, das war gerade die Muschel einkassieren. Gut. Das war's dann wohl. Das ist echt unspannend irgendwie, oder, Leute? Botanitis Literatur-Dali. Okay, Linda-Dali. Ja. Ich kann mit komischen Namen. Ich könnte mich den ganzen Tag nur mit Schmetterlingen beschäftigen und dann alle verkaufen. Tag von Orga. Kann ich die auch abhandeln? Okay. So, dann. Damit ist noch alles im Wege hier. Den kann ich nicht abhanden, okay. Das da. So. Gut. Nee, das gehört dann wahrscheinlich zum Gebäude. Zusammen, okay. Ey, wie lange brauchen die denn für das Haus? Es ist ja kein Wunder, dass man hier mit der Axt rumläuft. Psychos. Hey, okay. Ja, habe ich doch schon. So viele Leute kenne ich doch nicht. Hat der irgendwas Interessantes? Immer noch nichts. Gut. Was habe ich hier jetzt? Algen. Keine Ahnung, warum man hier Algen verkauft. Sternenwand. Nee. Der Ballon ist ja immer her, oder wie? Kaufen wir ihn einfach mal so. Ob es was bringt, weiß ich nicht. Thank you.
Ich frag nicht. Ich frage nicht. Das Haus ist immer noch nicht fertig. Ich weiß halt nicht, was ich in der Zeit machen soll, ne? Also. Schmetterlinge sammeln, das ist das Spiel. Das ist das Spiel des Lebens, meine Freunde. Wir sammeln Schmetterlinge. Also wirklich, ich habe mir ein bisschen mehr erwartet irgendwie gerade hier von dem Spiel hier. Vielleicht übersehe ich irgendwas. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass irgendwas hier nicht so ganz koscher ist. Können wir mal hier hingehen? Anleitungen. Wir haben nur die zwei Anleitungen. Wir könnten Schaufeln kaufen, bauen und verkaufen. Probieren wir mal. Wie viel Bretter brauche ich? Okay. Machen wir mal 5. Und. Gucken, was wir rauskriegen. Okay. Na, ist wieder weg. Alles klar. Okay. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin lost. Dann würde ich sagen, dann machen wir das einfach jetzt mal so. Stein können wir ja noch nicht bauen, weil uns ja die Axt fehlt. Dann würde ich jetzt einfach sagen, komm, lass uns einfach eine Runde pennen. Macht ja keinen Sinn. Und hoffen, dass das Haus dann fertig ist. Gleich auf den nächsten Tag. Dienstag. 2 Stunden bitte. So. Also wenn das Haus jetzt nicht fertig ist, dann weiß ich aber auch nicht. Hey. Ah ja, sehr gut. Okay, das ist der Kunde, von dem ich erzählt habe, Pip. Wir sind den Papierkram durchgegangen und dem Einzug in diesem schmucken neuen Haus steht dies beim Wege. Das sind nur ein paar Dinge, die du machen musst. Dann ist alles paletti. Okay. Wunderbar. Wir müssen Papp als Bewohner dieses Hauses eintragen. Wenn du bitte mit dem Schild von dem Haus interagieren könntest, können wir anfangen. Dorfbewohner einziehen lassen. Hier sind die Informationen über dieses Haus. Du kannst es schmücken und verwalten. Wer darin dann lebt, wähle ziehe ein, um fortzufahren. Pep. Baustelle. Yeah. Da haben wir es. Pip ist jetzt offiziell als Bewohner dieses Haus eingetragen. Ich bin mir sicher, du brennst darauf, noch mehr Wohnhäuser in dieser Gegend zu bauen, okay. Ausgezeichnet. Ich bin ein bisschen besorgt, wenn wir nicht sorgfältig sind, aber vielleicht nicht genug haben. Vielleicht haben wir vielleicht nicht genug Platz. Wir wollen doch nicht, dass es hier beengt ist, oder? Nee. Es wird dich freuen zu hören, dass ich eine Lösung habe. Ich habe mit dem Baumeister geplaudert und er erwähnt, dass es nicht viel Arbeit wäre, Zugang zu diesem Gebiet gleich dort oben zu erhalten. Es wäre sogar nett, mir einen Entwurf für ein paar Treppen zu geben. Er meint, sie würden gut passen. Ich glaube, du bist weitaus besser ausgerüstet, um solch einen Gegenstand herzustellen.
Also würde ich dieses das Design gerne dir überlassen. Ah, danke. Ah, kurze Treppe, bitte sehr. Ausgezeichnet. Ich glaube, das ist alles, was ich jetzt heute besprechen wollte. Ich habe kürzlich übrigens mit Oma gesprochen und sie erwähnt, dass immer mehr Leute Interesse daran bekunden, diesen Schatz zu ziehen. Es könnte sich auszahlen, mit ihr über potenzielle zukünftige Bewohner zu reden, mache ich. Großartig. Nun denn, dann ist alles. Ich hoffe, es gefällt dir dein neues Zuhause, Pip. Wir plaudern sicher bald wieder miteinander, Yuki. Schönen Tag noch. Ciao. Okay, wir sollten. Jetzt können wir endlich mal ein bisschen mehr bauen. So macht das Bauen auch langsam Sinn. Könnt ihr ja schon mal ein neues bauen. Okay, 15 Holzbretter brauchen wir. Treppe gebaut. Easy. So, wir können mal ganz kurz. Warte mal, da fällt mir gerade was ein. Ansehen. Schließe Bürgermeister Verdiensthabe, um das Gebäude evaluieren und freizuschalten. Aha. Okay, also muss ich weiter Verdienste machen. Gut, dann machen wir das mal, ne? Hallo. Ziemlich gut aneinander scheint ziemlich für den nächsten Kunden interessiert. Eine schöne Überraschung, weißt du? Okay. Hallo. Willkommen, Yuki. Womit kann ich Ihnen? Neues Haus. Achso, ich brauche ja Bretter 16 Stück. Ja. Gehen wir zum Opa hier. Oh, Yuki. Gratuliere zum Fertigstellen des allerersten neuen Hauses. Wie fühlt es sich an? Großartig. Haha. Oh, das ist wunderbar. Es waren eine ganze Menge Besucher hier, die gesagt haben, dass sie sich in der Stadt ziehen möchten, weißt du? Ist das nicht aufregend, genau genommen? Wenn ich so darüber nachdenke. Jemand hat gesagt, er würde heute ins Gasthaus kommen. Vielleicht könntest du die Person begrüßen, wenn sie da ist, und sie davon überzeugen, einzuziehen. Jo. Jo. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die Person hat gesagt, sie kommt gegen Mittag. So oder so, ich habe Mittagessen und Abendessen für die Gäste geöffnet. Du kannst die Öffnungszeiten auf dem Schild draußen überprüfen, wenn du willst. Wie viel haben wir eigentlich? 9 Uhr. Okay, für Gäste geöffnet 11 bis 14 Uhr, 17 bis 21 Uhr. Okay, was hast du hier Schönes am Start? Nix, 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 nix. Also 16 Holzblöcke, also Holzplatten brauche ich für ein weiteres Haus. Gucken wir erstmal, ob wir noch ein paar Muscheln finden. Muschel, Muschel, Muschel. Eine. Zwei. Okay. Vier. Und insgesamt brauchen wir 15. Fast die Hälfte. Aber nur fast. So. Mittag, platziere eine Treppe. Ach stimmt, das müssen wir auch noch machen. Hei. Hey. Ich habe mir eine Sendung über Kochen angesehen. Die tolle Speisen ist weniger als 20 Minuten zubereitet. Aber die vergessen einfach, dass die Taten Einkauf zu starten mitzubrechen. Ja. Was erwartest du? Ja.
Hey, neues Gebiet. Uhuhuhu. Wo geht's denn hier hin? In die Stadt. Freigeschaltet, kleine Brücke, okay. Neuer Gegenstand. Auch. Oh, hat sich doch bis jetzt alles gelohnt. Frage ist nur, wo geht's hier hin? Die Minen. Aha, oh, was ist das? Hm, diese Spitzhacke sieht kaputt aus. Ich sollte sie Sally bringen. Hey, Spitzhacke, Spitzhacke, wir können Steine produzieren. So, ich würde sagen, wir gehen erstmal wieder zurück. Okay. Bewegen, warum soll ich die bewegen? Okay, da komme ich auch nicht weiter. Gut, also. Wir haben ein Ziel. Wir können eine Brücke bauen. Wir können einiges Sachen machen. Kann ich die Brücke nur die Treppe versetzen? Bewegen. Dankeschön. Halt. So. Nur das macht ein bisschen mehr Sinn. Insgesamt. Gut, dann heißt es in der nächsten Folge, ja, abernten, Bäume fällen, neues Haus bauen und dann sehen wir uns bald wieder mit der neuen Folge von hier. Ja, Hoka Live. Hokai Live. Ah, egal. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris Nietzsche 3000. Wieder schon reingehauen. Ciao, Leute. Tschüss.